Felix? Ja? Was riecht hier so? Das ist mein patentierter Melissa-Lee-Abwehrmechanismus, um deine Geschmacksknospen zu irritieren, damit du bei dieser Vorhang-Challenge verlierst. Aber riecht's bei dir nicht viel mehr? Nein, überhaupt gar nicht. Nein, und es irritiert mich auch nicht. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Vorhang-Challenge auf Yamtamtam. Falls ihr die Regeln noch nicht kennt, hier nochmal ein Schnelldurchlauf. Wir sind durch diesen wunderschönen Vorhang getrennt, haben die gleichen Utensilien und die gleichen Zutaten, müssen alles benutzen und am Ende entsteht ein bzw. zwei Gerichte, die bewertet werden und dann wird entschieden, wer das Bessere gemacht hat. Wir haben heute ein Zeitlimit von 30 Minuten und was hier tickt, ist noch nicht das Zeitlimit, sondern unsere Öfen, die haben wir diesmal vorgeheizt. Denn wir wollen ja nicht wieder so ein Desaster wie bei dieser Vorhang-Challenge hier. 150 Heize zurück, Gott sagt. Wie soll denn da was gar werden? Es ist alles ein bisschen nicht so ganz gar geworden, glaube ich. Wir wollen heute Dinge, die gar sind. Sprich für dich, sprich für dich. Tue ich auch. Okay, du willst nicht, dass irgendwas gar ist bei dir? Gut. Doch, so, ich mach mal an. Mach mal an. Okay. Die hat doch an. Ist es wie ein Inside-Joke, dass es immer weiter weg von mir gestellt wird? Ja, eigentlich finde ich, das ist ein ziemlich guter Joke. So. Ich hole mir mal Zeug. Okay. Also bei mir ist heute ein bisschen Gun and Run. Also zu mir sprechen die Zutaten heute nicht so. Ich weiß auch nicht so richtig, was ich mache. Ich mache einfach irgendwas heute. Das sind Lebensmittel, die können nicht sprechen, Lisa. Die können nur schmecken. Kommt drauf an, wie lange du sie stehen lässt. Das stimmt. Der Freund jeder WG-Küche, Tortelloni. Immer eine gute Sache. Wer hat nicht schon mal so eine ganze Packung gefressen und sich dann gedacht, warum bin ich so voll, warum geht es mir so schlecht? So, ich röste das jetzt erstmal an, weil damit kann man nie was falsch machen. Man kann viel falsch machen, ist das wirklich viel. So. Das Gute ist, wir müssen es ja am Ende nicht essen. Aber es sollte bitte schmecken, denn nur so kann man hier einen Sieg erringen. Okay, ich sehe jetzt schon, was du machst. Du sollst nicht hier rüber spicken. Ha! Aber du weißt nicht, wie ich das mache. Das stimmt. Weil jetzt, haha. Machen wir hier erstmal ein bisschen ein Röschen. Was? Klößchen. Klößchen? Ja, ja. Röschen? Söschen? Nein. Die Frage ist, was meine ich mit dem Knoblauch? Nix essen, sofort essen. Das ist, hat bei dir immer so gut geklappt. Bitte nicht. Doch, bitte. Okay, aber wir könnten vielleicht hier. Komm, bitte, das mach mal. Mit dem zusammen und das. Den Knoblauch braten wir vorher an und dann. Machen wir eher wie so eine Creme vielleicht? So, apropos Zutat, das hier geht schon mal rein. Okay, das Ding ist, gekocht ist halt ein bisschen langweilig so. Wir frittieren. Wir machen hier jetzt bitte was? Geil, das ist gut. Welches Tier? ich würde sagen Schwein. Aha, ja, wir haben Schinken dafür. Genau. Rein in die Geschichte und hoffen, dass es nicht abfackelt. Ah, nee, ist noch nicht heiß genug. Perfekt. So. Okay. Ich habe schon mal heißes Wasser reingemacht, damit die ein bisschen auftauen. Hier kommt gleich der wunderschöne Gorgonzola rein, zusammen mit der Creme Fraiche. Und das kommt hier so in einer Geschichte zusammen. Und mit einem Schluck Wasser, den ich mitgebracht habe. Boah, ein bisschen schneller jetzt hier. Ja, sag ich doch. Wir einfach 5 Minuten vergangen sind, ich habe einfach nichts gemacht. Sind schon 5 Minuten rum? Ja. Oh, wow. Zack, das ging ja hier wieder rasend schnell. Jo. So, direkt mit rein. Ist ja warmes Wasser, die können dann schon mal ein bisschen auftauchen. Okay. Hier mal Achtung, mit einem Schluck Wasser rein. Direkt die Hälfte auf die Platte gekippt. Naja, nicht schlimm. Gut. Nee. Ist es ein junger Gorgonzola? Ja, der ist ein bisschen milder vom Aroma. Okay. Aber trotzdem punchy. Guter Gorgonzola. So, wir gehen jetzt hier rein mit etwas Creme Fraiche. Ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, ja. Von allen Käsesorten, und ich liebe wirklich Käse, ich würde gefühlt sterben für Käse. Würde jemand kommen und sagen, entweder der Käse verschwindet von der Erde oder du stirbst, würde ich mich für die Menschheit opfern. So sehr liebe ich Käse. Krass. Aber alle Veganer so, why? Aber Gorgonzola ist von allen mein least favorite. Also wäre die Frage mit Gorgonzola, würde ich lieber leben und sagen, Gorgonzola verschwindet von der Erde. Das lassen wir hier jetzt mal ein bisschen einköcheln und schmelzen. So, durch die Hitze haben wir jetzt hier größtenteils die Schalen ab. That's good. Wir holen uns mal hier die Tomaten. So, können wir die hier nämlich schon mal hacken. So, wir machen eigentlich wie fast wie eine One-Pot-Geschichte, nur nicht im One-Pot. Aha. Man könnte eigentlich auch im One-Pot machen. Jetzt ist es zu spät.
Mann, ich weiß nicht, was es das neuerdings ist, irgendwie, wenn ich mit einem. Wenn ich nicht mit dem richtigen Kochlöffel arbeite, ja, den ich richtig mag, kennt ihr das nicht, dass ihr bestimmte Kochlöffel benutzt in der Küche, die ihr besonders mögt, mit denen ist alles cool. Irgendwie mit dem hier, da spackt's mir über. Alles, was ich höre, sind Ausreden. Koch du mal lieber. So, den Schinken können wir ja auch anbraten. So, wir haben keine Zeit, wir machen jetzt hier nur halbe Geschichten und nicht Viertel. So, das geht hier mit rein. So, ein bisschen was Grünes. So, jetzt haben wir hier ganz offensichtlich. Wir machen es einfach ein bisschen einfacher. Das hat bisher immer geholfen, wenn ich nicht versucht habe, so ein bisschen zu dumm zu sein. Dann nehmen wir hier noch von dem Hinterschinken von Melissa. Das ist ein anderer Kanal. Wir haben jetzt noch hier. Die benutzen wir für was anderes. Okay. Wir müssen hier mal unsere Soßengeschichte probieren. Wie geht's den Erbsen? Ja, weil der so jung ist, das ist Pfeffer. Ich wollte aber eigentlich das Salz greifen. Können wir mal ein bisschen salzen? Dadurch, dass der so jung ist, ist der nicht so durchdringend im Salzgeschmack. Deswegen müssen wir hier auf jeden Fall ordentlich Power geben. Was kann ich denn auch schon mal vorne? Die können wir schon mal aufschneiden davon. Gleich. Den können wir auch schon mal schälen. Sieht eigentlich ganz gut aus. Okay, das reicht schon. Noch ein klein bisschen von dem Gorgonzola. Ciao. Bevor die mir komplett verkochen. Ich meine, wir wollen sie ja eh frittieren. Nicht frittieren. Was pürieren. Machst du? Pürieren. So, wir geben hier noch mal so ein klein bisschen Verklebungsmaterial. Den extra Kick. So, der kann da schon mit rein. Muss ich mal kurz sehen. So, das ist jetzt hier drin. Okay, wir merken, Hinterschinken ist kein Bacon. Ein bisschen Öl wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Ja, ich habe ihn sauber gemacht, bin aber nicht mit der wichtigsten Zutat zurückgekommen. Wasser! So, ich habe mir mal hier das grobe Salz geholt, weil jetzt wird das hier richtig rabiat gesalzt. Das ist der Geruch, den ich haben wollte. Verbrannt? Nee. Bacon ist sie. Aha. So. Die Haselnüsse gehen hier kurz rein. Und ich merke natürlich wieder einen Fehler in meiner Logik. Ich hätte eigentlich den Wasserkocher benutzen müssen und hoffe jetzt, dass das hier heiß wird. Wir machen jetzt einfach so eine richtig geile grüne Pesto. So, Knoblauch mit dazu, den wir eben angebraten haben. Zwei davon, die anderen. Zwei davon, hier fünf von. Ja, dort. 13. So, die geht erstmal hier rein. Zusammen. Mit einem Schluck Olivenöl. Dann ein bisschen. Dann bröseln wir davon ein bisschen was rein. Einen Schluck von unserem Wasser. Das ein bisschen salzig und ein bisschen cremig wird. Ein bisschen Knoblauchkanone. Ein paar Chiliflocken. So. Was haben wir denn noch? Knoblauch brauchen wir nicht. Den Hirtenkäse nehmen wir quasi dann. Pfeffer nehmen wir auf jeden Fall. Salz und so ein bisschen Parmesanersatz. Genau, es wird cremig. Man kann eigentlich. Hallo. So. Bisschen Paprika. Jawohl. Avocado fehlt noch. Plöpp. So. Nicht anders. Ah ja, ein bisschen Feuchtigkeit. Hast du so Olivenöl? Ja. Hier. Danke. Limette. Und keiner hat gesehen, dass mir die Hälfte einfach wieder daneben geklatscht ist. Jo. Ich habe ein bisschen Angst, dass es explodiert, ehrlich gesagt. Ich räume mal hier ein bisschen zur Seite. Okay, wow, das geht voll schnell. Sehr gut. Hä, hey, wie geil das ist. Das mache ich jetzt immer. Okay. So, ich habe die Erbsen hier kurz abgegossen und kalt abgesteckt. Looking good. Die gehen jetzt hier ein bisschen mit rein. Dann würzen wir die mal gleich. Oh, ah, Hilfe! So. Ein bisschen Chili. Die Zeit vergeht mir, ich hätte die jetzt gerne angeröstet, geht aber nicht. Also schmeißen wir die einfach hier mit rein. So, ich verdünne jetzt hier noch ein bisschen das Creme Fraiche, weil das wird da nicht creamy genug. Deswegen brauchen wir mehr Fett. Die Geräte, sie brummeln. Okay. Bisschen Säure. Bitte was?
gesagt, bisschen Säure. Ja, wir haben dann Limette, die du benutzen musst. Yes. So voll und chaotisch war es noch nie. Kann ich einfach eine Viertel Zwiebel frittieren? Du frittierst? Hast Melissa frittiert? Wer hätte das denken können? So, ich benutze jetzt einfach noch die Gelegenheit und versuche das hier noch so ein bisschen klein zu hacken. Dann haben wir nämlich noch so ein klein bisschen Scrunch. Was noch zu machen? Cute! Das sagst du auch nur, um mich zu verunsichern. Nee. Nee. Fünf Minuten noch. Rucola. So. Es ist einfach immer geil, wie hier bei der Vorhang-Challenge, wo alles all over the place ist. Wirklich. Okay. Aber schon ein bisschen noch so mit dieser pfeffrige Note mit rein. Ist so ein bisschen unser scrunchy, cheesy Topping. Pinienkerne wären jetzt gut gewesen. Wo soll ich schneiden? Drauf. Okay. Ein bisschen Oregano noch. Nicht. Zack. So, perfekt. Okay, Avocado. Und hier mein frisches Brettchen, wo ich dann gleich dann drauf knalle. Ha. Ja, ich hoffe, der Auflauf ist gut. Aber er muss ja gut sein. Das sind ja vorgekochte Ravioli. Die brauchen 2-3 Minuten im Topf. Dann wird es jetzt schon nach 10 Minuten im Ofen schon gar sein. Hm. Und die Soße ist warm. Florian, du musst bei mir filmen. Lass sie in Ruhe. Die hat einen eigenen Kameramann, ja? Und ich bin slightly stressed. Ja, genau. Also bleib mal bei mir. Guck mal, wie ruhig ich bin. Ja? Das ist doch mal eine Abwechslung. Ich muss jetzt eine kosten. Dann habe ich 1 Minute 30, um zu dekorieren. Das werde ich doch wohl hinkriegen, dass es nicht komplett dumm aussieht. Funny. Ab geht die Post. Ja, er hätte noch länger gekonnt. Oh Gott, meine Hände sind so fett. Ich krieg die Packung nicht auf. Sind sie doch immer. So, jetzt knallen wir hier ein bisschen von unserer Pesto on top und dann noch mal ein bisschen von unserem Streusel. Die Streusel, keiner weiß, wovon Felix redet. Nee. Noch ein bisschen frischer Pfeffer. Und ich bin fertig. Ha! Ja, sieht wie immer ein bisschen komisch aus, aber das reicht mir. Es wird gut schmecken. Und das, Leute, das ist die Hauptsache. Okay, habe ich alles benutzt? I think so. Ich wollte eigentlich so, verkackt. Ja. Ne, das hätte auch scheiße ausgesehen. Gut, dann gehen wir jetzt und lassen Rudi probieren. Hallo, ja, da bin ich mal wieder. So, nun wollen wir schön probieren hier. Einen Auflauf habe ich hier mit Tortelloni und eine Art Creme oder Pesto und drauf. Lass mal sehen, was es zusammenkommt hier, wie es ist. Sehr lecker. Eine Gorgonzola-Note ist sehr schön dabei. Gehe ich mal rüber. Eine schöne Bowl haben wir hier. Lecker. Und hier sind die Tortelloni. Sehr knusprig, glaube ich. Mal gucken. Ich nehme mal eine schöne Gabel alles zusammen. Ein bisschen. Eine schöne, nicht ganz so leichte Frühlingssalat, aber eine Frühlingssalat, würde ich sagen. Oh, das kommt äußerst gut zusammen. Schön knusprig noch, die Tortelloni. Habe ich auch frittiert, glaube ich, noch nicht gegessen. So, da muss ich mich mal zurückziehen und mir ein Urteil bilden, was ich gleich verkünden werde, wenn die beiden hier wieder stehen. Toll! So, da sind wir nun zur Verkündung meines weisen Urteils über diese beiden tolle Gerichte mit Tortelloni. Frühling ist so ein bisschen hier das Thema, wie man es sieht. Ich habe beide probiert. Es war sehr schwer diesmal. Sehr, sehr schwer. Es waren beide super lecker. Aber mein Urteil lautet, letztendlich hat gewonnen für mich dieses Mal die frittierte Tortelloni-Salat. Melissa win! Weil, fand ich doch ein bisschen ausgefallener noch. Und es war schon knusprig, Gorgonzola dabei, alle Komponenten zusammen, wunderbar. Eigentlich ganz so leichter Frühlingssalat, aber sehr lecker. Felix Auflauf war auch super lecker. Deswegen, ich brauchte schon wirklich viele Anläufe, mich zu entscheiden. Aber dieses Mal für mich hat gewonnen Melissa. Yay! Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Es fällt mir schwer, aber so ist es nun mal. Und wenn ihr weitere Vorhang-Challenges sehen wollt, dann schreibt uns das in die Kommentare oder checkt hier welche an der Seite aus. Ja, vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu geben, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.